So. Ja, wow, immer als erstes, also wenn du jetzt, ich würde dir raten, jetzt als allernächstes wirklich also hast du schon einen Bauschrank drinne? Na, gar nichts. Nee, dann bau als nächstes einen Bauschrank rein und ein Schloss. So, weil dann hast du erstmal das Ding gesaved. Also dann natürlich möglichst schnell alles an Holz upgraden auf verbessertes Holz, so. Weil dann ist es im Grunde sicher erstmal, weißt du, dann kann dir das keiner wegmachen so schnell. Und dir irgendwas wegnehmen, weil wenn du ein TC hast, ja, also wenn da ein Schloss dran ist, kannst du da ja erstmal ewig an Ressourcen reinpacken. Na super. Oh nein. Habe ich etwa einen Disconnect? Nee, du bist tot. Seit meiner Geburt legt ihr der paritätische zusammen. Ja, nee, aber. Really? Was war 1971? Keine WM. Och nö. Ernsthaft. Hab ich alles abgeladen? Scheiße. Vietnamkrieg. Ja, mindestens. Honecker wird Chef von der DDR. Wie bitte? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Honecker wird Chef von der DDR. Der Wanderfalke war der Vogel des Jahres. Da würde ich jetzt sogar sagen, schlimmer noch. Naja, wobei. Frage. Nee. Kein Feuer. Achter Februar, Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt liberalisiert mit dem Haarnetzerlass das Tragen langer Haare bei der deutschen Bundeswehr. Deutschland ist so ein tolles Land, oder? Ja. Ach. Dass sowas als historisch gilt, ne? Also ich meine mal ernsthaft. Naja, was heißt historisch? Am 7. März wird die Sendung mit der Naja, es Maus ist halt. erstmals ausgestrahlt. Es wird halt anscheinend als so notwendig betrachtet, dass man es als, also man es festhalten muss, dass man es irgendwie definieren muss. Ist Wikipedia. Ja, das ist ja das, was ich meine. Es wird ja als eine Art Highlight dargestellt. Also, ich meine. In der deutschen Zeitschrift Stern erscheint die Kampagne Wir haben abgetrieben. Nein. Nein. Och nö, ey. Wenn jemand gerade bei uns in der Base spawnen kann, dann soll er mal spawnen und meine Leiche looten und die Türen zumachen. Ach nee, geht ja nicht. Es kann ja nur ich. Ach nein. Ach. Was hast du gerade so an Zuschauern? Einfach mal so. Kann denn mal gucken, ne? 3 Zuschauer. Heißt.
Und ich bin gerade in eurer Base aufgewacht und hier ist gar keine Tür drin, oder was? Doch, Türen sind offen. Das ist das Problem. Loote mal alles, was du looten kannst. Ich hoffe, dass da sogar, also in meiner Leiche müsste ein bisschen was sein. Und da müsste auch noch ein Bogen neben mir rumliegen, den ich verloren habe. Ich hoffe, dass die den nicht mitgenommen haben. Warum sind keine Den. Schlösser auf den Türen? Das, doch, da sind Schlösser drauf. Aber da sind Auf den keine. Kisten meine ich. Ach so. Weil wir noch nicht so weit gedacht haben. Hallo, Wurzel. Und warum ist hier nur Wurzel. eine Tür drin? Ein Nee, Airlock hat zwei Türen. da sind zwei Türen drin. Nö. Die sind aber beide offen. Oh. Ich Naja, wollte halt draußen ist es ruhig. rausschießen, so, aber als ich aufgemacht habe und dann gesehen habe, dass da Leute draußen sind, da waren halt also mindestens zwei Leute draußen, hat es halt angefangen so zu laggen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und ich konnte mich erstmal wieder bewegen, Wo wenn, bist du jetzt? also als ich halt tot war. Ich lieg da noch tot. Ich bin noch derjenige, der da tot drin liegt. Ah, hack mal die Leiche übrigens auf. Hack die Leiche auf. Wir brauchen unbedingt das Tierfett. Am besten mit einer Spitzhacke oder mit einem Knochending, ne? Ich bin hier gerade Und gespawnt, Mann. ja, dann mach das mit einem Stein, bevor die Leiche despawnt. Das ist halt das Problem. Außer du hast in den, wenn du in den, mal so schnell, in den Kisten eine Hacke hast, also eine Steinhacke, dann nimm die Steinhacke und zack damit den, oder irgendwie, aber als hack die Kannst du Leiche, mal bevor sie. wiederkommen, bitte? Ja, ich kann Ich nicht weiß nicht, was wiederkommen, du weil redest. ich hab noch, ich spawn ja immer noch. Ich habe ja immer noch einen Timer auf dem Schlafsack. Und du sollst die Leiche einfach nur aufhacken, damit wir Tierfett. Ich kann ja nicht mal ein Schloss auf die Kisten machen, ne? Junge. Na also, es geht doch. Okay, dann. Kriegst du das so Tierfett? Okay. Zwei. Scheiße. Ach so, hier, warte mal, ich mach mal. Ja, mach Dali. Okay. Oh, du kannst da Sachen reinmachen. Sachen reinmachen. Ja, ich weiß nicht, ob du irgendwas hast. Wobei, es ist ja Schwachsinn, du Blätter. So. Wenn du da Schlösser auf der Kisten machst, dann musst du schon Zahlenschlösser nehmen, weil sonst kommt kein Mensch daran. Na doch, ich, in dem Moment, wo ich sie ranmache. Ja, du, aber wir nicht. Ja, aber das ist ja nur übergangsmäßig. Das ist ja dann, ne? Also jetzt ist ja gerade gar kein Ding dran. Aber ich meine, der Punkt ist halt der, wenn ich Zahlenschlösser machen kann, Kannst dann du mache die ich erst Kiste, mehr von die der rechte Zahlenschlösser an die Kiste andere wegnehmen? Kiste. Also die Wieso linke denn? Kiste, weil ich auf die Wieso? rechte ein Schloss gemacht habe und das Schloss sieht man nicht. Komme ich nicht Achso. dran. Ja. Wisst ihr, was ich für eine Base gebaut habe? Ne, wisst ihr natürlich nicht. So, bitte. Habe ich gemacht. Hey! Leave me alone! Leave me alone! Hm? So in dein Geruch. So. Warum wirfst du mir jetzt das Schloss dahin? Soll ich das daran machen? Ja, ist vielleicht besser, oder? Ja, im Endeffekt verhackt wahrscheinlich schon.
Was hast du denn da? Ein Laserschwert? Nee, das ist, ich habe das Schloss jetzt in der Hand. Krass. Eine Also soll ich da weiße jetzt. Stange. Soll ich dann das Schloss daran setzen, sodass ich nur Zugriff habe auf das Schloss, so wie auf den PC, oder was? Jetzt komme ich echt nie raus. Ich krieg eine Krise. Oh nein! Och nein! Das habe ich nur gemacht. Ich habe tatsächlich ein. Was ist denn der Necke da? Dann bist du das? Der gerade gehackt hat? Ja. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich mal looten, ne? Ja, dieselbe Richtung habe ich auch gedacht. Basis ohne Ende. Bitte? Hier sind ja Basen ohne Ende. Mann, wir brauchen endlich einen Ofen. Ich kann ja mal versuchen, nochmal zum Dom zu kommen und wieder zurück. Das wäre halt großartig. Aber der Dom ist doch ganz schön weit weg, oder? Hier. Ach, das sieht nur so aus. Also was geil ist? Nee. Ich brauche in meiner Base überhaupt keinen Schrank stellen. Wieso nicht? Weil die Base neben uns, da bin ich geoutet. Das zählt mit zu meiner Base. Nee, Ja, ist genau. nicht verbunden. Achso, ja, ach so, ja, nee, aber du kannst da auch ein. Oder kann man da. Er kann da jetzt gar keinen. Kann er da ein PC stellen? Muss er Kann ich probieren. nicht. Bei mir steht, ich bin drin, steht Upkeep Time 72 Stunden. Moment mal, das heißt, ich muss jetzt. Ich glaube eher, das ist, weil du in der Nähe der anderen bist und autorisiert. Deswegen. Also hast du schon versucht, die Kiste zu stellen? Ja. Und das kannst du nicht? Nein. Okay, das ist krass. Da müsste Okay, da warte. aber was stehen von wegen Building Blocked oder so. Aber die sind nicht verbunden, darum funktioniert das nicht. Und hier ist ja Naja, nee, gar kein Loot auf der Straße. Building blocked ist ja nur, wenn du nicht autorisiert bist, aber er Ja, ist ja autorisiert. eben, eben. Dan? Ja. Oh, hier ist eine rote Tonne. Bist du gerade so equipped, dass du nicht angegriffen wirst vom Heli? Ja. Okay.
Weil ansonsten hätte ich gesagt, komm mal schnell hier rein. Weil wenn du equipped bist und er greift dich an, dann schießt er dir die Kugel.50 Fuel braucht man, ne? Ja. Ich hab 8. Lol. Ich habe auch 8. Und ich habe 6 Tierfett. Stirbt der Nächste. Ich finde euch nicht. Wie, du findest uns nicht? Ich finde die Base nicht mehr. Kinder. Was ist? Hab's. Moment. Ich hab's. Die 9 unten links. Hm? Bist du gerade vor der Tür? Jetzt, ja. Kannst du rausgucken. Hier ist Fleisch drin übrigens, ne? Also wenn du Bock hast, wenn da was fertig ist. Nein, ist halt nein, nein, Fleisch, nein, nein, nein. Lass mich hier wieder raus. Hast du
Nicht Lust auf ein bisschen Menschenfleisch? Tut dir gut. Lass mich hier raus. Tut dir gut. Glaub mir, es wird dir gut. Dir gut tun, dieses Menschenfleisch. Es ist gar nicht so schlimm. Mach die Tür auf. Okay. Ich hoffe, sie kommen wieder. Steine brauchen wir. Der Hubschrauber ist gut am sauber machen hier. Kiste, da ist doch bestimmt eine Pistole drin. Nee. Road Sign war das bei mir. Gears. Oh yeah, baby. Ich kann jetzt einen Tisch bauen. Denn mich Tischler. Also, musst du nicht wirklich, nicht wirklich Tischler nennen. Das wäre ziemlich bescheuert eigentlich, wenn du mich Tischler nennen würdest, aber hier noch. Tischler. Tischler. Hier ist eine Riesenbase, ne? Über euch. Uns. Ja? Ja. Hm. Soll es geben, sowas? Noch eine? Die ist riesig. So wie nicht jugendfreie Inhalte? Wie ein Huge. Und zwar I9 etwas in der Mitte. Ich krieg keine Luft mehr, ich überventiliere, ich habe eine Gitarre gefunden! Geil, ich hab eine Gitarre, ich freu mich gerade auf. Nice. Eine Gitarre, ich hab eine Gitarre. Ich freu mich, weil ich eine Gitarre hab. Hast du Drogen genommen? So etwas würde ich niemals weder tun noch öffentlich zugeben.
jetzt eine äußerst absurde Frage. Aber nee, eigentlich ist keine Drogen genommen. Also du hast so richtig Drogen? Nee. Ich finde es irgendwie geil, wenn man diese Gurken isst. Das ist immer so ein bisschen glücksspielmäßig. Och, Mist! Was? Ich habe einmal was gut und dann beim nächsten Mal war es dann kotzen so. Also ich habe halt zwei Gurken gefunden, also zwei dieser Gurken. Und nur einmal war gut, also das erste Mal war gut und das zweite Mal war dann aber kurz kotzen. Aber zum Glück habe ich auch noch eine Dose mit Thunfisch gefunden. Thunfisch! Sag mal Bescheid, wenn du wieder an der Base bist. Ja, mach ich. Ja, fehlt es auch radioaktiv, ne? Sehr viel, ja. Oh. Ich starve und hab halt ein bisschen Kram dabei. Okay, ich beeile mich zurückzukommen. Ich laufe jetzt direkt zurück. Ich hab nur das letzte rote Fass gelöst. Ich komme halt von, was sind das? Von H9 nach I9. Von oben, also oben links H9 nach unten, also von. Okay. Aber das dürfte nicht so lange dauern. Das ist ja nicht so weit weg. Scheiße! Da ist jemand. Ich muss mich den Kampf stellen, es bleibt nichts anderes übrig. Was hakt? Wo denn? Ich schieße hier nach dem Bogen. Alter, lass es! Bist du das? Schießt ihr aufeinander? Ey, ja. Dan, bist du das? Wer sagt das jetzt? Alter. Ey. Es soll keiner sagen, ich hätte überhaupt gar keinen Skill. Oh fuck. Ich bin's. Oh, Alter. Großer Herzinfarkt, das hört doch mal auf mit solchen Aktionen. Wir sind hier in einem Erdbeben. Geld ihr, können wir mal reingehen? Ja, nee, ich bin tot. Why? Ja, warum wohl? Weil wir alle aus Spaß auseinander ständig schießen. Nehmt mir alles, aber lasst mir meine Gitarre. Okay. Hier ist dein Bogen noch, hallo. Hab schon. Oh, wo ist dein Bogen? Hab ihn schon, mach die Tür auf. Ja. Okay. Oh fuck. So, da, komm rein. Alter. Warum können wir keine Treppen bauen? Ist das so ein Ding da, irgendwie? Weil ich da keine Treppe bauen will. Ich will ja noch anbauen. Kannst du mal die Tür aufmachen? Ja, ich bin gerade gestorben. Ich muss gerade neu spawnen. Sorry. Sorry. Unglaublich. Alles gut, alles gut.
Es wird hier eine grandiose Base stoppen, war. Jetzt kannst du die Türen wieder zumachen. Ja, das ist ja der Punkt mit diesen Airlocks, dass da, weißt du, wenn du aktiv bist gerade, mach die Türen zu. Dann ist das relativ egal, weil wenn dann jemand da reinschießt, dann weißt du, dass jemand da ist und du kannst viel eher auch was Positives daraus. Warum kann ich das Ding nicht aufmachen? Weil. Guck mal, hier kannst du da. Wahrscheinlich kann ich gar nicht alles aufnehmen. Ich bin überfordert, so wie der Haushaltsetat. Wir brauchen unbedingt ein Furnace. Ich weiß. Wir haben jetzt auch schon 29 Fuel und 6 Tierfett. Ich habe 2 Furnace. Was? Ernsthaft? Ja. Wo? Oh. Was? Wie? Wie meinst du das? Und noch 2 Zigaretten. Mach mal Tür auf. Jo, Moment. Nee, stopp, Tim, geh zurück. Ja, das ist so ein bisschen Oldschool-Aktion, aber ich finde, das ist auch okay, dass man zu Anfang so ein bisschen, weißt du, so. Mm-mm. Man muss halt organisieren noch. Das ist nicht okay. Moment, Göre. Ich meine, du kannst ja Eisen besorgen. Alles gut. Geht ich dir nicht. Eisen? Ja, also Metallfragment. Was ich jetzt übrigens auch machen werde. Denn ich habe jetzt eine Aufgabe gewonnen. Eine ehrenhafte Aufgabe. Eine Aufgabe, die nicht jeder leisten kann, aber manche müssen. Und? Ich werde einen Anzug nehmen und zum Airfield gehen und. Oder vielleicht zum Satellite-Tisch. Das weiß ich noch nicht genau. Und schreddern. Ja, dann nimm das hier mit, warte. Ich muss aber vorher vielleicht. Eine Dropbox brauchen wir. Ja, also die Seile können wir auf jeden Fall wegpacken, die brauchen wir noch. Lass mal drei Rohre da. Eine Dropbox wäre geil, dann brauchen wir nicht warten. Können einfach direkt Zeug reinwerfen. Ach Scheiße, ich bin dehydriert. So ein Scheiß ist das denn? Frag mich mal.
Sehr gut. Bevor ich jetzt irgendwo hingehe, soll ich dich gleich noch mal rein und rauslassen? Willst du noch irgendwas abliefern? Ich weiß nicht, weil du gerade gehört, das abgehakt hast. So. Ich hätte noch mal ein bisschen was. Okay, 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 warte mal, Moment. Bevor ich jetzt losgehe, das ist nämlich kritisch. Schau, ob das ausreicht. Ich komme. Oh, uns fehlen noch 3 Fuel, Alter. 3. Ich komme nicht rein. Fehlen noch 3 Fuel. Scheiße. Denn du kannst raus. Ich komme nur nicht rein. Hast du gerade irgendwie Fuel oder Tierfett oder sowas mitgebracht? Nee. Gehe ich jetzt? Ja, okay, ich versuch's trotzdem. Komm. Jetzt. Nein! Kannst du die Kiste da bitte wieder wegnehmen? Und die hier vorpacken? Die vor die anderen Kisten? Nee, kann ich nicht. Kein Hammer. Hier, warte, hier ist ein Hammer drin. Irgendwo ist hier ein Hammer drin. Komm ich nicht dran, ist abgeschlossen. Ja, ich werf den hin, warte hier. Danke, das ist lieb von dir. Ich habe halt echt vorne geguckt, dass ich irgendwie möglichst gut den Aufbau dieser kleinen Base plane. Das ist sinnvoll, wenn wir hier diese kleinen Kisten alle hin tun. Kommen hier daneben die großen Kisten, hier kommen die Furnace und dann kommt hier noch die Workbench. Alles super perfekt aufgeteilt. Dann kann man in der Mitte müsste man eigentlich dann auch noch mal so Bögen bauen können, damit man dann ganz viele Garagentüren dann noch einbaut. Dann hast du halt. Wir haben noch nicht mal ein Furnace, aber er plant schon. Ja, das ist aber sinnvoll. Dann. Ich glaube mal. Sinnvoll. Ja. Kann ich jetzt raus? Ja, klar, natürlich. Dankeschön. Okay, jetzt wünsch mir mal Glück. Ich werde jetzt. Viel Glück. Mein Gott, das wird jetzt ein Höllenritt. Ich gehe jetzt nämlich schreddern. Leute, ich gehe schreddern. Toi, toi, toi. Ich hab einiges zu schreddern. Toi, toi, toi. Aus Feigheit und Intelligenz heraus tendiere ich jetzt eher zur Satellite Dish als zum Airfield. Mhm. Weil, ne? Logischen Gründen. Oh. Oh. Okay. Wenn der Server jetzt noch sagen würde, wo jemand gestorben ist. So verkehrsnachrichtenmäßig. Ja, das wäre cool. Das wäre tatsächlich cool, fände ich, ehrlich gesagt. Weil dann kann man nämlich auch zuordnen, ist jemand bei mir in der Gegend gerade, weißt du? Vorhin meinte.
Okay. Oh. Ich habe einen zweiten Hazmat-Suit gefunden. Nein. Doch. Sehr geil. Und einen Holztor. Ich hier gerade an Scrap-Bus holen, das darf man gar nicht erzählen, ey. Das ist schon krass. Aber naja. Wir brauchen halt auch die richtigen Sachen, die wir dann lernen können. 210 Scrap. 211 Scrap. Bisschen leiser bitte. Schauen wir nicht bloß laut fühlen. Gibt's hier eigentlich keine Pilze? 201. Sag YOLO und geh trotzdem noch zur zweiten Satellitenschüssel, um die Kiste zu looten. In der Hoffnung, dass da eine Waffe ist. Und ich nicht angegriffen werde. Ist kein Loot auf der Straße. Hard Knock Life. Ein Fernglas. Fernglas? Oh. Wie wär's? Okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann nicht genug haufenweise Schlösser zu. Drei Hühner. Gerade eine Hühnerfamilie getötet. Das feiere ich auch immer total, ehrlich gesagt, wenn ich so mehrere Tiere finde, treffe, die zusammen so rumhängen.
Ich habe eine Dropbox gefunden. Nein. Doch. Und was ist drinne? Eine Dropbox. Ach so. Ach, um Gottes Willen, ich habe es gerade verwechselt. Sorry. Was ich gerade sagte, was wir ja, brauchen. Ich habe Dropbox gerade. Wann kommst du nach Hause? Ja. Ich bin, ich steige jetzt gerade von unten links in I9. Ich bin direkt vor der Tür. Bin am Weg. Hallo. Hallo, Dan. Hallo. How are you doing today? Ich habe ein Tor gefunden. Wir könnten so eine gated Community machen. Das wäre doch eigentlich voll lustig. Dann brauchen wir nur noch. Ja, hier kann man. Okay. Okay. Es wäre möglich, das Tor so zu setzen, dass man, wenn man da dann den Wald drumherum baut, noch ein Haus mehr rein könnte. Dann wäre das eine Gated Community für 3, vielleicht für 4. Okay, müssen wir mal schauen. Ich verstaue das erstmal. Komm mal ran. Blauer Helm? Ja, wo bist du? Oh, oh Dan. Achso, das ist nicht sehr witzig. Nicht mit dem Zeug, was ich dabei hab. Mach zu. Alter. Hier. Ist es offen, ne? Der Bauschrank. Du kannst in den Bauschrank reinpacken. Hau mal die Dropbox irgendwo rein. An der Wand. Ah, okay. Warte mal. Lass mich mal kurz überlegen, wo hau ich die jetzt am besten hin? Ich muss mal kurz raus. Moment, Leute. Du musst sie von innen reintun. Ja, ich will nur. Nein! Nein! Super witzig. Super witzig, echt. Nein! Ah! Ich hab noch geschlossen. Ich hab die Tür noch zubekommen. Ich liege in. Oh. Ich glaube, man kann mich nicht looten. Weißt du, wie ich meine? Ich bin noch ins Airlock reingesprungen und hab die Tür zugemacht. Oh, echt jetzt? Ja. Sehr geil. Oh, was für ein Arschloch, Alter. Sitzt er da draußen mit seinem Revolver? Also die Sachen von mir, inklusive meinem Bogen, verlassen. Ach. Hat da jemand gerade ein Lagerfeuer angemacht? Ja. Okay. Hat der Wasser? Nein. Alter, ich bin gerade gestorben mit 24 HP. Das ist doch ein Witz, oder? Also das ist doch wirklich ein Witz. Dieses Spiel, ich sag nix dazu. Ich sag jetzt gar nichts. Also, Moment, ich muss ein Feuer ausmachen, sorry. Die armen Zuschauer, tut mir leid, falls ich überhaupt welche hab. Also. Ich werde jetzt. Warte mal. 150, 300, 400, 500. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh. Let's see. Das könnte eventuell. Jetzt hänge ich nicht. Auf
jeden Fall könnte das Animal Fat eventuell schon ausreichend sein. Wir brauchen ja nur noch 3. Braucht noch jemand was zu essen? Ich bin gerade bei 47. Also ich muss auf jeden Fall was essen. Ich habe auch 4 rohes Menschenfleisch gerade hier im Inventar, das ich gleich noch braten werde. Aber ich das sieht aus wie Hören. Hören. Das Chicken. Der klang aber ganz schön panisch, ne, der Typ. Das Fernglas bitte schreddern. Nicht schreddern, aufbewahren. Okay. P? Ja, was ist? Tust du mal die Sachen hier weg? Oh. Wie geil, ja. Noch eins. Ja, ja, ich bin da, ich bin gerade dabei. Ich muss nur mal eben essen. Kannst du die Tür wieder zumachen? Alles. Mein Profi. Hm. Ja, 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 ich weiß. Erspar dir deinen Kommentar. Yeah. Wir können rein und raus gehen, Dan. Wenn er uns den Code verrät. Ja, den schreibe ich jetzt genau ins Board. Wenn dann also der Rechner geladen hat und ich meinen Discord nutzen kann, weil ich ihn nutzen kann, ist er in. So. Okay, wenn ich jetzt. Ja. Bam. Ihr habt diesen Code, oder? Ja. Okay. Allerdings, wir haben Codeschloss und Eisentür zugleich. Ja, zwei Forge. Achso, ich werde auch gleich mal noch ein Codeschloss für den Bauschrank machen. Logischerweise. Das auch. Brauche ich noch eine Kiste? Das wird erstmal gut schießen. Wer war das denn, der dich gekillt hat? Habe ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Also, passiert. ich ärgere mich gerade auch, dass ich nicht geguckt habe, ehrlich gesagt, aber. Code, ne? Excellent. Warum habe ich denn jetzt auf einmal noch ein? Warum habe ich auf drei einmal Stunden noch, später? Warum habe ich auf einmal noch ein Feuer in meinem Inventar? WTF? Das war bestimmt von mir. Ich wollte die Hühner braten. Achso. Hier, Pedro, nimm das mal. Okay.
Achso, ich sollte ja diese Dropbox irgendwo ansetzen, ne? Ja. Hahaha. Scheiße. Mach da einfach hier, keine Ahnung. Ich setze sie hier neben die Tür. Nein. Wieso nicht? Weil da Guck ein mal. Airlock ist. Nee, also guck mal, hier ist das Airlock. Aber Ja. das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich das. Ich müsste jetzt hier einplanen, Dann wie gib ich mir. weiterbohre. Achso. Ja. Weißt du, das ist halt der Punkt. Willst Jetzt du was überlege neben ich die halt. Tür stellen? Nein. Da machst du daneben. Und so weit unten, wie es geht. Ich werde wahrscheinlich eher Nein, hier hier, vor guck der mal Base hier, was weiterbauen. willst du denn hier hinbauen? Ach so. Ah. Ich wollte ja hier so hinbauen. Hier Ja, an die Wand, genau. weißt du? Ja. So, dass man erstmal da, also es kann sein, dass ich irgendwann daran weiterbaue, aber wenn ich an dem Punkt bin, wo ich daran weiterbaue, dann werden wir auch eine zweite Dropbox gefunden haben. Ja. Ja, dann Okay. mach. Box. Bam. Unten habe ich gesagt. Ah, ernsthaft. Ja, hoffentlich kommen wir da dran. Ja, doch, das geht schon, das geht schon. Wie viele Fackeln hast du eigentlich denn? Genug. Glaube ich auch. Gut, ich gehe mal wieder raus. Hast du noch einen Zahnschloss? Oh. Okay, wir können einen Ofen bauen. Okay, funktioniert. Aber da musst du dich echt voll an die Wand stellen. Kommt man gerade so dran. Ja, sorry. Lernprozess und so. Gegenüber läuft jemand rum. Könnte natürlich auch ein Taucher sein, aber das war eine Taschenlampe auf jeden Fall. Richtung Satellite Dish. Oder jemand läuft hier rum. Ja. Es klingt aber ganz komisch.
Entschuldigung. So, ich gehe jetzt ins Bett. Na gut, du. Echt jetzt? Dann schlaf. Ja, schlaf schön denn. Wir machen morgen weiter. Ja. Ich glaube, da geht jemand die Straße lang. Aber geht, nicht laufen oder so. Warte mal, wieder Tag werde ich. Pardon. Hoffnung, dass ich beim Radar vielleicht auch noch irgendwie eine Wache finde. So, gute Nacht zusammen. Gute Nacht dir. Gute Nacht, schlaf gut. Ihr auch später. Danke. Danke. Später. Ey, vor mir der Hubschrauber, hinter mir das Flugzeug. Hubschrauber und Flugzeug, Flugzeug gleichzeitig, ne? Mhm. Hab ich richtig gehört, ja. Ich habe eben auch schon gedacht, krass. Das ist halt, oh, das ist jetzt aber auch gemein. Ja, ich glaube, ich versuche mal rauszugucken. Ich versuche es jetzt direkt. Run. Ich frag mich, was da lang gegangen ist. Die ganze Zeit. Ach scheiße. Ich muss ja den Anzug anziehen, um auf die Zeit zu gehen. Scheiße. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Okay, ich muss zurück. Eine dumme Entscheidung von mir. Also hoffentlich. Also ich finde es cool, dass der ihn direkt daneben gebaut hat. Weil es so gleich so ein bisschen Dorffeeling hat, so wenn das zwei kleine Welten so nah beieinander sind. Aber ich frage mich gerade, wie sehr das jetzt den Bauprozess der Base, die ich gebaut habe, beeinflusst. Aber, naja gut. Also entweder gar nicht oder der Abgieb ist natürlich verdoppelt. Ja, das ist halt das, wo ich am meisten Angst vor hatte, ehrlich gesagt. Dass ich jetzt irgendwie für zwei Basen gleichzeitig bezahlen muss. Sagen, ne? Aber gut, er wird ja auch farmen, von daher. Und ich meine, wir haben jetzt einen Abgieb von 2 Tagen oder so, ne, 4 Tage. Jetzt ist es gerade protected for 4 days. Taucher. Also 4, okay. Naja, 4 Tage. Ich habe übrigens dein geliebtes Fernglas gefunden.
Wo bist denn du gerade? K. Irgendwas. K9, K10. Okay, woanders auf jeden Fall. Okay. Der haut ab. Das ist jetzt die Frage, ist das ein gutes Anzeichen oder ein schlechtes, dass die Satellite Dishes Pistol Bullets gefunden. Wert sind Pistol Bullets. Oh, okay, immerhin etwas. Okay, ich gehe. Du meinst, ob das irgendwie verrät, ob da mehr Zeug drin ist? Was wenn meinst es bewacht du? Wird? Naja. Nee, nicht wirklich. Wäre ja keine so abwegige Logik, zumindest. Ist völlig verschwunden. Sag mal, kannst du die Sandbag Barricades schon? Hast du die schon gelernt als Blueprint? Okay, dann bringe ich die mal mit. Mich hat einer gekillt. Ach, scheiße. Why didn't you kill the blue guy? Also ein Taucher oder was? Hat ich gekriegt? Ja. Okay. Nein, nein, Punky. Ein Crossbow und Punky, ach ja, und Punky Knarren. Hat mich vorhin auch gekillt, ja, ja. Den hatte ich auch schon. Okay. Der macht hier, der geht hier looten. Jetzt hat er die Pistol Bullets. Ja, das ist nicht ganz so dramatisch. Weil, wenn wir einen Revolver finden, dann ist er ja Pistol Bullet. Und dafür braucht man das ja. Also, was, ich meine, bevor man das nicht hat, hat man das ja eh nicht. Das war auch super formuliert, oder? Mhm. Hast du dir ausgedacht, ne? Ja, ja, nee, das habe ich abgelesen. Das war zitiert im Grunde. Okay. Aus meinem Gedächtnis zitiert. Wooden Barricade, ich hab schon. Ey, diese Wooden Barricades, also die rauben mir noch den letzten Nerv. Okay. Oh nein! Was denn? Die haben mir hier ein Loch in die Wand gemacht. Und die erste Tür kaputt. Also ein Loch in welche Wand gemacht? In meine alte Base.
So. Okay. Ach so. Na dann. Aber nur die erste Tür. Aber warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass da gar nichts dran ist. Und dann gedacht haben, okay. Ach so. So, ich hab verstanden, du. Nee. Witzig. Ja, ich dachte schon, was denn wie? Hä? Wie vor allen Dingen? Boom, 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 boom. Ich hätte jetzt Bock auf alten Blues. Würde es irgendwie passen. Wäre jetzt die richtige Zeit. Zum Glück kommt ja irgendwann immer die Zeit, dass jemand in der Basis nichts zu tun hat. Scheiße. Okay. Na gut. Yay. Noch ein Fernglas. Man kann sich nichts Besseres wünschen in einer Kiste. Geht es voran? Hm? Sag, und bei dir geht es voran? So. Hm? Ja? Bin bei mir aufgewacht, versucht das Loch zu flicken zum Dom. Mhm. Ach Scheiße, Fuel holen. Und weiter. Fuck. Ich sehe jetzt erst so richtig, was das Problem ist mit der Dropbox. Nämlich? Ich werde das sofort beheben. Ich werde da einfach Plateaus ranbauen. Ich will da eh aufbauen. Eigentlich ist die Dropbox an der Stelle ist total bescheuert. Aber ich wusste halt nicht, wo sonst. Da in der Ecke an der Tür war schon gut, weil die kommt ja ein bisschen raus und sonst hättest du da eh nichts hingestellt. Nee, aber das ist halt der Punkt, da wo jetzt Dropbox ist an der Stelle, da will ich auf jeden Fall drum rum. Das ist, ich glaube, das macht schon Sinn, da drum rum zu bauen an der Stelle. Hm. Dementsprechend mal schauen. Aber das ist nicht die erste Schicht. Die erste Schicht, die ich baue, die wird auf jeden Fall erstmal direkt vor der Tür sein, deshalb. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so weit bin, dass ich da drum rumbauen kann, werde ich hoffentlich auch schon eine zweite Dropbox gefunden haben. Und eine Stunde vielleicht. Nein, man braucht schon eine Menge Glück, um eine Dropbox zu finden. Geht so. Im Chinesischen bin ich Drache.
habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das ist total cool. Naja, ich bin auch im chinesischen Hurensohn, wenn ich glaube. Das macht für mich keinen. Dass du schlechter Mensch zu sein, ist auch mal ein bisschen universell, ne? Ich glaube nicht. Wobei der Begriff schlechter Mensch auch relativ. Ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Oder so wie alle. War dieses Ideal daran finde ich dann doch schon bedenklich. Ich meine. Ist ja im Endeffekt auch religiös. Guck mal, ich habe schon das zweite Fernglas gefunden und kriegst immer noch kein Fernglas bei dir. Oh. Warum man einen fast leeren Stein in eine Kiste tut, muss man auch erstmal jemandem erklären, oder? Verstehe ich nicht. Akustisch oder inhaltlich? Ja. Ne, ich verstehe halt nicht, warum jemand einen fast leeren Stein nimmt und den als Item in eine Kiste tut. Fast leeren Stein. Ja, also von der HP des Steins her. Ich meine, du hast doch. Der Stein hat doch auch links und rechts. Hat er nicht ein Loch da reingemacht? Ich finde ja, Benny Hill ist extrem unterbewertet. Findest du? Also so aus der Perspektive des komödiantischen Talents, ja. Und so nicht? Magst du die nicht so? Doch, doch. Hast du ein Entschuldigung. Nochmal. Hast du ein Lieblingsgeräusch, nur? Ein was? Ein Lieblingsgeräusch. Fällt mir jetzt spontan keins ein. Okay. Daumen,
ist es wohl auch kein Lieblingsgeräusch dann wohl. Wahrscheinlich. Ich liebe ja nackte Füße auf Steinen. Also egal, ob man auf so einzelnen Felsen rumkraxelt oder auf der Straße läuft, so nackten Füßen auf dem Stein rumlaufen. Das haben die super hinbekommen. Also schon mal nicht schlecht, ja. Selber, aber es klingt schon geil auf jeden Fall. Das ist schon sehr, ein sehr angenehmes Geräusch. Vor allen Dingen, wenn man das natürlich emotional. Aber gut ist auch immer, wenn man das letzte Item aus einer Holzkiste, also diese kleinen Holzkisten, ne, rausgenommen hat, so am besten Fall am Mining Outpost und dann das Inventar verlässt. Sind noch immer super Geräusche. Willst du nicht erzählen, was passiert ist? Ist dir zu peinlich? Was meinst du? Naja, ich hab gefragt, was passiert ist, weil du so geschnauft hast. Du hast nicht reagiert. Ich bin nicht gestorben, während ich die Base repariert habe. Naja, ich sag mal so, wenn sich eins auszahlt in Rust, dann ist das lange Abhängigkeit, ne? Weißt du? Hm. Willst du nicht sagen? Keine Ahnung. Ist ja eigentlich relativ offensichtlich zu erkennen. Dass... Naja, egal. Was bedeutet das denn? Letzte meinst Zigarette. Ja. Wie meinst du das? Apropos Wie meinst Zigarette, du das? Da sagst du was, was die ganze Zeit schon überlege. Naja. Ich glaube halt einfach, dass das Rust-Spiel ist, was in der die erfolgreichste Taktik sehr beeinflusst ist von Geduld. Also letzten Endes kannst du, also ich sag mal so, die Erfolge, die jemand erzielt im Spektrum von ich investiere am wenigsten und ich bekomme am meisten raus. Ich glaube, das sind Gewinne, die hauptsächlich auf Geduld zurückgehen. Weil du halt einfach viele Leute, weil halt Rust an sich ein Spiel ist, was sehr, sehr stark auf einer psychologischen Ebene funktioniert. Und wenn du da in bestimmten Situationen Psychologie einsetzt, du eben schnell einen Vorteil hast. Und solche psychologischen Phänomene wie Geduldigkeit, da sich halt einfach aus. So. Meinst du nicht? Ich habe das Beispiel vorgestern gebracht mit den Russen. Von ja. wegen, dass die Leute einen Breaking Point haben, das spielt er ja rein. Ja.
Also ich erinnere mich daran, dass du diese Thematik erwähnt hast. Aber es, das widerspricht ja nicht meiner Aussage. Unterstützt es ja eher noch. Ja, das heißt, du gibst mir recht. Ja, ich hab dir auch so derselbe Code. Nicht ich habe das für den damaligen Zeitpunkt auch nicht widersprochen. Daher, doch. Nee, nicht vollständig. Nee. Weil ich ja behauptet habe, dass jeder diesen Breakpoint hat. Naja, ich hab zu dir gesagt, dass ich nicht genau weiß, was du damit meinst und dass ich dich darum bitte, das genauer zu erklären. Und nachdem du das genau erklärt hast, habe ich gesagt, dass ich dir da durchaus zustimme. Also. Soweit. Ich finde auch, dass diese Diskussion darum, wer Recht hat und wer Unrecht hat, eine völlig. Also. Ich finde, das spielt keine Rolle, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Jeder ist mal, wenn man regelmäßig miteinander kommuniziert, an einem Punkt, wo er mal irgendeine Information hat, die der andere noch nicht hat. Und dann gleicht man sich halt miteinander ab und dann ist man halt weiter irgendwie. Oder zumindest eine Seite ist weiter. Dementsprechend. Ist nicht Recht. Recht ist so wie Ehre. Das ist nicht unnötig. Ja, das ist so wie wenn man offended ist. Ja, genau. Das heißt nicht, dass man Recht hat. Nee, absolut nicht. Das ist halt auch so. Die Leute tun aber so. Das ist ein interessanter Ansatz, den du da bringst. Ich weiß, das ist nicht von mir. Das, im anderen Gebäude hat die Tür auch den Code, nur damit ihr es wisst. Ah, okay. Ja, gut. Sag mal, guckst du dir manchmal Böhmermann an? Nee. Ich finde ihn absolut ätzend. Okay. Dann führe ich die Diskussion zu dem Thema gar nicht weiter aus. Der kleine Spinner. Ja. Ist ja in gewisser Weise jeder, ne? Also. Das ist der größte kleine Spinner, den ich kenne. Der größte kleine Spinner? Okay. Hm. Willst du was Genaues sagen? Nö. Ist einfach der größte kleine Spinner, den ich kenne. Also ich kenne ihn halt. So persönlich? Hm. Ernsthaft? Ja, also nicht mehr. Aber jemand, der mir nicht fehlt. Das ist die konkreteste, direkteste Kritik, die du an ihn ansetzen würdest? Dass er ein kleiner Spinner ist. Das setzt lässt schon so ein bisschen an Macht- und Autoritätskonzepten, oder? Das Argument. Verstehe ich jetzt nicht. Also zum Beispiel Stefan Raab. Ja, den kannte ich früher auch in den 90ern. So Disco ja. Und so. Ja. Und den finde ich genial. Da würden andere Leute auch sagen, kleiner Spinner. Aber ich finde den genial. Aber findest du nicht, dass das Böhmermann tatsächlich auch so ein bisschen die historische Entwicklung hin zum Ausleben Das Ende der Evolution? Ja. Was nochmal? Bitte? Das Ende der Evolution? Also da, wo sie dann wieder rückwärts geht? Ja.
Das ist ja auch immer ein bisschen. Also das Ende der Evolution. Das Ende der Evolution ist da, wo. Ja, wo es nicht mehr weitergeht. Entwicklung mehr gibt. Ja. Keine Entwicklung mehr gibt, ja. Aber die Entwicklung findet ja auch im Negativen weiter statt. Ja. Wenn du so willst, nimm dir. Böhmermann. Das heißt, wenn du so willst. Spielt dabei ja keine Rolle. Du hast ja immer nur eine bestimmte Maße an Einflüssen zur Verfügung. Ist halt die Frage, was du daraus machst, ne? Hatte ich hier nicht auch einen Airlock gebaut? Aber ich verstehe nicht. Ah ja, das war Holz. Das hat er auch weggemacht. Ah, Punky. Okay, der hat nichts Besseres zu tun, ne? Ne. Aber gut, ne. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht in seiner Position. Ne. Von daher. Alles gut. Ja. Oh, gut. Oh, gut. Ich bin wieder zu Hause. Ich glaube, das ist ein Sniper irgendwie. Glaubst du das? Ernsthaft? Nee, ich glaube nicht. Tada. Ich habe vorhin schon geguckt bei den Zuschauern. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Nee, ein Typ, der da oben in seiner Hütte sitzt und einfach runterballert. Ach so, du meinst jetzt normaler Sniper, ja. Stream Sniper. Ja, okay. Sonst hätte ich Stream Sniper gesagt. Ja. Das hat man häufig, dass Leute einfach nur Sniper sagen für Stream Sniper. Echt? Dabei so, ja, ich kenne mich da nicht aus. Häufig. Aber ja, da könntest du nicht Unrecht haben, also könnte schon sein. Aber was soll's, ne? Mhm. Was soll's. Wie wird das zu so einer Tradition, ne? Dass wir jeder unsere eigene Base aufbauen? Also. Ich baue halt immer zig Basen. Ja. Also. In dem Maße, in dem wir bisher gespielt haben, ist das, finde ich, auch völlig okay. Aber wir sollten vielleicht wirklich mal auf so einen richtig vollen, möglichst frisch gewipten PvP-Server gehen. Also wo halt wirklich viel Action. Das machen wir ja die ganze Zeit. Nee, wir haben halt immer so, also heute habe ich zum Beispiel einen Server ausgewählt, da waren 77 Player drauf. Und du kannst ja auch irgendwie Server auswählen, wo du dann vielleicht eine Kühe eben hast, mit 150 bis 250 Player. Beziehungsweise 150 bis 300. Also ich meine, ich habe ja auf Odd Junior angefangen und die erste Woche gespielt und das fand ich gar nicht so schlimm da. Wenn ich da rein will, dann muss ich auch auf ein Dingens in Queue. Ja, kann mich noch erinnern, genau. Und aber das meine ich. Ich glaube, da sollten wir vielleicht mal demnächst wieder raufgehen auf solche Verhältnisse. Ich glaube, da. Auf einen offiziellen Server halt. Da erlebt man mehr, weißt du? Ich glaube, also man bietet mehr und man erlebt mehr so. Also. Also. Ja. Soll ich gleich direkt Workbench 2 bauen? Ich könnte jetzt direkt eine Workbench 2 bauen. Das ist krank. Geht das denn? Das ist so gut. Du brauchst ja die Workbench 1 dafür. Braucht man die dafür? Klar. Sicher?
ja, scheiße. Okay. Dann let's build a workbench von Wood. I don't have enough food for that intention. Booyaka Boomba Clut. Okay. Jetzt habe ich noch genau 500. Also das heißt, ich könnte immer noch eine machen. Wie absurd ist das denn bitte? Also wir könnten jetzt genau zu einer Workbench 2 kommen, aber danach hätte ich 0 Scrap. Also ich könnte auch kein Research Table mehr bauen. Research. Ist ja egal, kommt Zeit, kommt Scrap. Ja, aber... Meinst du wirklich, wir sollten jetzt so arbeiten? Also, ich könnte halt auch einfach das Scrap zurücktun, darauf hoffen, dass ich in nächster Zeit irgendwas Gutes finde und das dann lernen. Also, es ist halt immer so eine Frage, weißt du, wie ich meine? Also, kannst auch machen. Aber für gute Tools zum Beispiel brauchen wir die Workbench 2. Ja, aber dafür müssen wir jetzt wiederum auch die guten Tools erst finden. Das ist ja auch viel, naja, relativiert sich ja. Diese arme, einsame, kleine... Oh. Diese arme, einsame, kleine Ofen da. Ja. Ja. Wird denn da rumgeballert? Das riecht ja nicht, Alter. Okay. Ja, halt ganz leid. Machst du gerade? Ich versuche zu hören, was da draußen passiert. Ich glaube, es wird Zeit für einen Song gefressen. Ich finde es irgendwie lustig, dieses ambivalente Verhältnis. Ja. Dieses ambivalente Verhältnis, das du zu den Song Requests entwickelst. Es ist irgendwie, es ist geil, jetzt im Mail zu sein. Also, du solltest es beibehalten. Jetzt Aurora mit PvE mit Rust angefangen hat, hat sie ihre Song Requests ausgestellt. Und ich spiele PvE. Gerade bei Rust gibt es nur sehr, sehr wenig Leute, die über die Song Requests anmachen. Also im PvP-Bereich zumindest. Ich finde ehrlich gesagt im PvE-Bereich ist das völlig schwachsinnig, das nicht anzumachen. Aber
Ich finde sowieso 98% aller Lebensentwürfe Schwachsinn, von daher ist es auch egal. Aber grundsätzlich denke ich bei Rust, wenn du PvP spielst, kann ich das verstehen, dass du das nicht anmachst, aber gleichzeitig denke ich, dass es einen enormen Entertainment-Faktor bietet, gerade wenn du PvP spielst. Oh, ich habe einen Pick gefunden. Ha! Was hast du gefunden? Eine Pickaxe, also so eine Eisenpickaxe. Super. Kann das sein, dass wenn man die NPCs nicht angreift, dass die einen dann auch nicht angreifen? Wenn der keine Waffe bei dir erkennt? Das ist genauso wie der Hubschrauber. Ach so. Ja, okay. Guck mal, da habe ich wieder was gelernt. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Ich habe da was gelootet und ich war sehr nah dran. Und he's a good bra, bra. Also eigentlich kann ich da direkt dran vorbeilaufen, wenn ich keine dicke Waffe habe, ne? Ist ja cool. Geil. Ab jetzt sind die NPCs meine besten Brüder. Hier hat einer eine Dropbox bei diesem fünfstöckigen Turm. Hat einer die Dropbox falsch rum reingebaut? Also, ich wurde gerade angegriffen. Ja. Von einem NPC, weil ich mit einer Steinaxt, also mit einer Pickaxe, mit einer, so einer Holzpickaxe, ein Fass zerklopft. Tja. Also hast du gelogen? Nee. Doch. Das ist gelootet. Was meinst du, warum die da sind? Ja. Um das Loot zu beschützen. Ich will mich dann fassen, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Um das Loot zu beschützen, Mann. Okay. Ich fange diese Diskussion jetzt einfach nicht an. Du kannst dran vorbeilaufen. Ja, ich weiß. Aber nicht Loot klauen. Dann dafür sind die da, um das zu bewachen. So wie die Scientists im Chinook. Ja, aber du hast halt eben gesagt, sie sind wie die Helikopter, die halt auf bestimmte Waffen reagieren im Inventar. Ja. Und ich hatte halt keine Waffe dabei und trotzdem wurde ich angegriffen von denen, weißt du? Ich dachte, das ist nicht abhängig davon, wie nah du an denen bist, sondern ob du grundsätzlich. Du hast das Loot angegriffen. Verstehst du nicht? Die beschützen das Loot. Ja, ich verstehe das schon, wenn du gut. Das so formulierst. Klar. Aber grundsätzlich, wenn du erstmal sagst, der Heli, dann gehe ich halt davon aus, ich darf bestimmte Sachen nicht bei mir tragen und ansonsten kann ich alles machen, was ich will. Ja, außer das Loot klauen. Weil die bewachen das. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ich meine, ich habe nichts
verloren. Da wird schon wieder geballert, ne? Das hörst du auch, oder? Nee. Hier nicht. Stein brauche ich. Yeah, ein Teppich. Vorhin nicht ein Hanf und jetzt überall. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich habe einen Teppich gefunden. Yeah. Willkommen in der Komfortzone. Ich habe einen Stein gefunden. Och, jetzt nicht ernst. Das reicht mich jetzt nicht nochmal an, oder? Junge! Wochen dringend große Kisten. Merke ich. Also im Sinne von, wird mir gerade bewusst. Ja. Also wirklich. Wahrscheinlich sogar am besten zwei direkt nebeneinander. Alles andere wäre wahrscheinlich gerade Quatsch. So wie Quatsch mit Michael. Ja, ist mal ganz im Ernst, unsere Basen sind relativ gut versteckt, ehrlich gesagt. Die sieht man so erstmal überhaupt nicht, wenn man da nicht hochkraxelt. Mhm. Dann aber doch. Ja, gut, aber, ne? Ne? Aber, ne? Mhm. Genau. So, okay, was werfe ich jetzt also raus? Du musst mal bei nächster Gelegenheit irgendwie herkommen. Mhm. Weil du mal diesen Blut finden musst. Okay. Okay. Ach ja, stimmt. Ich habe einen Kühlschrank. Ein Kühlschrank, ja. Lol. Hallo. Thank you.
machst du gerade? Horschen. Warum? Weil da einer draußen rumschlich und jetzt stehen nee, blieb. nee, nee, das war rum galt nicht dir. Das war Lautsprecher. Ich habe mich gerade gewundert über etwas bei mir im Menü. Okay. An das ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Okay, ich bin mal eben AFK, ja. Okay.
Jetzt muss ich warten, bis es wieder hell wird. Streamstop. Und gleich weiter.